Monsieur Litz pour 4 minutes. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Vertreter der Kommission, ich freue mich sehr, dass wir heute den Initiativbericht zur Klimadiplomatie im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Umweltfragen hier im Plenum diskutieren. Wir haben einen sehr umfassenden Text erarbeitet und vor allem möchte ich der ausgezeichneten überfraktionellen Zusammenarbeit danken, auch allen Schattenberichterstattern und Schattenberichterstattern, die in den vergangenen Wochen zu diesem Erfolg dieses Papiers beigetragen haben. Es wurde Zeit, dass das Europäische Parlament Klimadiplomatie auch auf seine auswärtige Agenda setzt. Wenn die EU sich jedoch glaubhaft international für die Umsetzung der Klimaziele aus dem Pariser Abkommen einsetzen will, muss sie zuallererst auch ihre eigenen Hausaufgaben machen. Europäische Klimapolitik muss ambitioniert sein und sie muss sichtbar in den eigenen Zusagen und Versprechen sich auch orientieren und einen maßgeblichen Teil dazu beitragen, weniger zahlungskräftigen Staaten bei der Umsetzung internationaler Klimanormen hier zu unterstützen. Um die EU in die Lage zu versetzen, eine führende Rolle in der internationalen Umsetzung der Klimaziele des Pariser Abkommens einzunehmen, müssen wir zunächst den Europäischen Auswärtigen Dienst im Bereich Klimadiplomatie personell und finanziell stärken. Dazu gehört auch, die EU-Delegation in Drittländern zu befähigen, das Thema stärker in ihrem Portfolio zu integrieren. Diese Neubesetzung muss außerdem im kommenden mehrjährigen Finanzrahmen der EU reflektiert sein. Vor diesem Hintergrund appelliere ich an die Europäische Kommission, den im Bericht formulierten Forderungen nachzukommen und die EU-Klimadiplomatie nachhaltig auch fiskalisch zu stärken, auch in den kommenden Gesetzesinitiativen aktiv weiter und verstärkt einzubeziehen. Das Europäische Parlament muss Klimadiplomatie ebenfalls auf seiner außenpolitischen Agenda fest etablieren. Mit Blick auf den ressortübergreifenden Charakter des Themas muss der klimadiplomatische Ansatz des Parlaments auch andere Politikfelder mit einbinden. Insbesondere Konfliktprävention, Migrationspolitik, Handelspolitik und die gemeinsame Sicherheitsverteidigungspolitik gehören mit dazu. Das wäre ein direkter Ansatz und die Anwendung der entwicklungspolitischen Ziele 2030 der SDGs, die hier gut miteinander verbunden werden können und müssen. Mit Blick darauf, dass Klimawandel und seine Folgen nicht nur die Politik beschäftigt, freue ich mich besonders, dass die Enzyklika Laudato Si von Papst Benedikt, die ebenfalls starken Bezug zum Thema nimmt, als Referenzpunkt im Bericht aufgenommen wurde. Als weiteres praktisches Beispiel möchte ich die Handelspolitik heranziehen, dass auch in künftigen Abkommen eben in anderen Politikbereichen, aber eben auch in der Handelspolitik eben in den Freiheitsabkommen dieses Thema eine Verwendung findet. Wir haben das bei CETA erlebt und jetzt bei dem aktuell verhandelten Freihandelsabkommen mit Japan. Über seine parlamentarischen Netzwerke, seine Delegationen in Partnerländern sowie im Rahmen von Delegationsreisen muss das Europaparlament seine klimapolitischen Agenda weiter voranbringen und in seinen diplomatischen Bemühungen die Klimaziele als Teil der SDG, als integralen Bestandteil bi- und unilateraler Gespräche setzen. Die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst sollten in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten eine Strategie für EU-Klimadiplomatie erarbeiten. Deren Umsetzung und Überarbeitung muss regelmäßig überprüft werden. Dabei wird dem Parlament die Aufgabe zukommen, in seinem entsprechenden Berichten Erfolge und Lücken der klimadiplomatischen Bemühungen der EU zu identifizieren und Vorschläge für künftige Richtungen zu machen. Für erfolgreiche Klimapolitik wird neben internationalen Gipfeltreffen wie der G7 und G20 zusehends auch die regionale Ebene wichtig. Städte und Regionen, lokale Akteure bis hin zu Rathäusern sind in der Umsetzung klimapolitischer Forderungen und der nachhaltigen Agenda oft die ausschlaggebenden Handlungsträger. Sie sollen deshalb in klimadiplomatischen Richtlinien der EU eingebunden und mitbedacht werden, auch eben, wenn die EU weltweit unterwegs ist. Gleiches gilt für Zivilgesellschaft und Wissenschaft, insbesondere für öffentlichkeitswirksame Kampagnen und internationale Überzeugungsarbeit sind diese Netzwerke besonders maßgeblich. Ich möchte nun abschließend nochmal meinen Co-Berichterstatter Joe Lyon für die tolle Zusammenarbeit leisten, aber auch den Ausschusssekretariaten, aber auch die Anhörung, die wir dazu wahrgenommen haben und freue mich jetzt auf eine produktive Debatte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die ausführliche Aussprache. Auch danke dem Kommissar für seine Antwort.
Es sind mehrere Dinge angesprochen worden, auf einige möchte ich eingehen. Insbesondere wurden auch Dürren und Stürme angesprochen. Es gab eine Konferenz der Kommission jetzt zum Thema Klimadiplomatie, Klima und Sicherheit. Und hier möchte ich mal ein Beispiel nennen, wo wir selber als Parlament Kontakt hatten, beispielsweise in Staaten und Vertreter des Irans, die ihrerseits Schwierigkeiten haben bei internationalen Verhandlungen, aber in der Frage des Klimas, in der Frage der Umweltschäden, in der Frage der Dürren gibt es große Anfragen und auch durchaus Richtung Europäische Union. Das heißt, Klimadiplomatie ist auch ein Einstiegsthema für diplomatische Gespräche, auch hier mit Staaten, die Schwierigkeiten haben. In Fragen des Multilateralismus möchte ich ein Beispiel ebenfalls erwähnen. Wir haben hier, Sie haben gesagt, Herr Kommissar, USA und Kanada als Gesprächspartner. Und hier zeigt Europa Führungsinitiative, nämlich in der Situation, dass wir nicht nur Diplomatie gegenüber dem Weißen Haus betreiben, sondern zu Kampagnen We Are Still In oder Kampagnen der Gouverneure, die sich für die Umsetzung des Klimaabkommens in Paris einsetzen. Ein Best Practice, wie man so schön sagt, der Europäischen Union, und zwar nicht nur der europäischen Delegation, die alle Ebenen mit behandelt, sondern auch des Europaparlaments. Wir haben dort ein Büro des Europaparlaments und hier läuft diese Zusammenarbeit gerade zum Thema Klimaschutz ganz herausragend. In der Frage des Mainstreamings und Katowice möchte ich durchaus noch mal einen Punkt nennen. Die Europäische Union muss 2019 in New York die SDG-Strategie vorstellen. Und hier bietet sich es wirklich an, dass wir zeigen, dass das Klimathema hier von herausragender Bedeutung ist. Ich möchte schließen mit dem Punkt, der genannt wurde, nämlich wie wir auch Technologien, ebenfalls im Bereich der SDGs, ein wichtiger Punkt, ein Ziel, Energieversorgung und Dekarbonisierung gerade auch in europäischer Nachbarschaft erreichen. Hier ist Nordafrika genannt worden. Hier geht es darum, erneuerbare Energien einzusetzen, von Großprojekten bis hin zu Privathaushalten. Herzlichen Dank und ich freue mich jetzt auch auf die gemeinsame Umsetzung in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir hier als Europaparlament uns dieses Themas verstärkt als außenpolitisches Thema annehmen. Danke.